Herzlich willkommen zu einer Folge auf dem Marsch. Wir fahren auf der Nummer 13 und gehen in der Hopfenlehne. Guck mal, was das ist, was gerade ja. Wir wollen das sehen. Ich sag mal allen Abonnenten, ich kann sie reinschauen, abonnieren. Auch alle, die noch nicht haben sich entschieden haben zu abonnieren, kann ich auch. Abo kostet nichts. Keine Verpflichtung, dergleichen. Einfach mal klicken und fertig. Und wenn ihr Lust habt, schaut ihr rein und wenn nicht, geht auf. Ja, Anregungen, Fragen, einfach kommentieren, einschalten. Wünsche, immer gern gesehen. Dann nützt eine Möglichkeit für Nacht. Alles wird nicht gehen, denke ich mal. Alles kann ich nicht. Aber ich versuche alles zu machen, was machbar ist. Also, das ist ein großer Dingerfeuer. Das reicht. Fahren wir auf Feld Nummer 13 und dann sehen wir weiter, ob alles kommt. Ansicht, ja, C. Stichwort C, ne? Unser Raps blüht. Schön. Ja, ein bisschen dunstig heute, ne? Ist auch ein Grundfeuchte vorhanden. Also es wäre. Also noch eine. Ah ja, das war das Blinker ran und raus, ne? Naja, gut, kann man gut rum. Einmal das Mal, ne? Oh, 13, also das sieht auch grün aus, ne? Also doch schon was gewachsen. Mal gucken, ob das wirklich Mais ist oder. Sammlung. Nee, doch. Von beiden sieht es anders aus. Aber gut, egal. So, Düngen, Feld 13. Mal gucken, was wir gemacht haben. Düngen. Da wollte ich noch was tun hier. Ordner einstellen. Feld 2. Auch durcheinander, ne? Normalerweise sollte es gleichzeitig sein. Oder wegen Freizeichen. 1, 15, 19. Ja. Zurück. Kursgenerierung. 13. Vorgänge 2. Vorgänge Anfang. Wunderbar dünn, egal. Ein Fahrzeug. Links herum normalerweise. Also Grundeinstellung 30 Meter. Bei Kalken darfst du 18 nehmen. So. Einstellen. So, speichern wir ab. Na, nicht los. Geht da wieder woanders hin. Später. Sieht aus, wenn er annimmt. Ja, das passt. Bodentemperatur leider 10 Grad, aber ist gut. Für Mais. Hier ist auch was zu sehen. Das ist auch Düngen fertig. So. Düngen 48. Einen machen wir mal, ne? Wir müssen hinfahren und arbeiten lassen. So, guck mal hier auf unseren Hof. Bäume pflanzen wollte ich noch. So, das ist ein kleiner Dingerfeuer. Denke ich mal. Feld 48. So, und hier. 48. Unter diesem Punkt hat er gefunden. Und wir kaufen jetzt die Sämaschine. Können wir Licht ausmachen, ne?
Ja, noch ein paar Stunden zu stehen, macht aber nichts. Da pflanzen wir nichts. Da pflanzen wir dann gar nichts. Denke ich mal. Aber das können wir noch entscheiden später. Mal was reinschieben, hier kann man ein bisschen Geld verdienen. Ne? Die wollen noch verkauft werden, also rein damit. Warm Wasser muss ja auch sein. Das Grünkopf ist unscharf, ne? So, jetzt muss auch noch rein. Also die verheizen alles, sogar die Paletten. Nee, du. Normalerweise müssten die wieder ausgeben, die Paletten und Leihbasis. Oder sie kaufen die auch, kann auch sein. Also wer heute was im Baumarkt was kauft, der muss allerdings sich eine Leihgebühr zahlen. Ich denke mal, mit 30 Euro kostet das, glaube ich, bei uns. Mindestens. Und hier also Art wie Pfand. So. Hier wird es einfach verheizt. Naja. Nicht tragisch, ne? Das ist eh nur ein Spiel. Sonst wäre es, glaube ich, nicht so einfach. Wüste. Im Winter denkt man, kriegen bessere Preise. Da liegt noch eine Silageball rum. Den schieben wir noch rein. Ein oder zwei. Zwei Stück. Dann können wir nochmal Geld verdienen. Zur nächsten Nacht. So, dann deckeln die, ne? Naja. Haben wir den Strom? Strom? Ist wichtig. Entschuldigung. So, und jetzt geht's hin zum Baumarkt. Anderen Wege haben sie noch ein paar Ballen rumliegen, aber gut. Das ist dann auch egal. Die rennt nicht weg. Vielleicht können wir auch bald Gras mähen. Heu machen. Wir brauchen dringend Heu. Unser Mischfutter. Die Nase und Stroh wird kein Problem sein. Das Einzige, was Probleme bereiten könnte, ist Heu. Weil Heu ist stark abhängig vom Wetter. Wenn es zu kalt ist, das dann wird sich trocken schlecht, und Stroh haben wir eigentlich ganz schnell näher, und diesen Teil dafür haben lieber Lager voll, wenn wir blind sind. Oh, der Fahrrad angekommen, das Ding wollte ich verkaufen, muss ich nur das richtige wählen, ne? Das angebaut kriegen. Mindestens eingeschrieben im Lager, weil das möchte ich direkt vor Ort verkaufen. Weil ich befürchte, wenn ich das jetzt theoretisch über Garage verkaufe, dass ich gerade den anderen verkaufe, der den wir jetzt aktuell zum Reinigen. Jo, da haben wir gut gemacht, ne? Das war gerade sehr, sehr schlau. Ein paar Meter müssen wir noch reinschieben. So. So. Bisschen. Dass wir das verkauft kriegen. Das war eine richtige. Das war der verkehrte. Ja, das können wir kaufen.
So, jetzt kaufen wir zum einen drei Geräte. Baulich, Schiebeschneller, Mähtechnik, Forst. Manchmal ist, sieht man den Wald von Bäumen nicht. Kettensägen, das ist mal richtig, richtige Richtung. Ballentechnik, Wände, Ladewagen, Forstmaschinen, ja, da haben wir es doch schon. Einmal bravo den hier. Ich will ja mal gucken, ob wir mit zwei verarbeiten können. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Mod auch haben. Haben wir. Mit den. Ach, können wir ruhig weiß nehmen, ne? Oder gelb, so wie die anderen auch. Was haben wir noch Schönes? Keine, ist das Dings hier mit Autoload? Zurück, so. Jetzt haben wir zwei Maschinen, jetzt müssen wir mal gucken. Paletten. Das ist der Standard. Habe ich jetzt die Spezialpalette nicht drauf? Nee, haben wir nicht. Da sind nur 20 Stück drauf. Dann müssen wir anders machen. Dann müssen wir mit Autohänger hinfahren und holen. Machen wir Enter. So. Haben wir gekauft. Einsteigen und anhängen. Das sind 1, 2, 4, 5 Stück. Sieben Stück. Dann nehmen wir genau noch einen dazu, ob wir genau 8 haben, weil wir genau 2 haben. Man kann ja auch 3 anhängen, aber das ist nicht zu eng. Das geht schon nicht. Wir sind irreführend für ein System hier, sag mal so. Normalerweise, ja, so nicht vorgesehen, sag mal so. Müssen wir aufhängen, glaube ich. Ach so, genau. Runter. Oh. Nicht ganz so optimal, immer so, ne? Dass er nicht in Luft hängt. Vielleicht könnte der Traktor so gar nicht heben, vorne ein Gewicht anbauen. Aber eigentlich ist der Traktor auch schwer genug vorne. Gut, Aufland wird auf jeden Fall. Ja, das sieht ungünstig aus, weil die. Nur dass kein KI-Verkehr fährt. Überweite! Wir brauchen beide Spuren.
So, warm Link hier, warm, warm. Wo ist der Mais? Oh, Leitplanke ist schlecht für uns. Da kommen wir durch. Gerade so, mehr oder weniger. Ach, genug Platz, ne? Aber genau richtige Takte dafür. Das ist knapp. Das ist schnell gefahren. Weil der könnte auch drei Dinge anhängen, aber ich sag mal so drei. Bei zwei schon knapp wegen Seasons, also dass es Probleme geben könnte mit der Größe. Aber ich denke mal, dass in der Reihenfolge das entsprechend auch so passt. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt nicht einen anderen Dingen drauf hatte. Mit 200, mit 100 Dinger, glaube ich. Oder 200. Oder waren es 1000 Dinger. Weiß gar nicht genau. Ich glaube, 100 waren es gewesen. Man schafft ein bisschen mehr. Aber 20 oder 40, naja, gut, geht auch. Wenn die anderen Dinger erholen. 48 war Gott gewesen, ne? 48. Ja, 45, 48. Da wird gedüngt werden. Rüben. Rüben haben wir auch. Kartoffeln. So. Ja, mal den alten Kurs löschen. Alles für andere irgendwie gehabt. So, speichern, düngen. Okay, wieder. Mal ganz kurz gucken, ob unsere Kartoffeln gewachsen sind. Normalerweise, frühen Sommer, müssen schon längst gewachsen sein. Die Kartoffeln kommen übrigens im April. So, das sind gerade Kartoffeln da. Gut, dann können wir gleich düngen. 2000. Wird reichen, ne? Oder? Knapp. Können wir mal einfahren müssen. Muss ja nicht sein. Aber unsere Felder müssen gedüngt werden, sonst haben wir Probleme in der Ernte, dass wir nicht genug rausbekommen. Wir wollen ja weiterkommen. Zumindest finanziell, ne? Das ist ein kleiner Düngerfeuer, da irgendwie viel rein. Ach, oh, ich bin voll am Ende. So, liebe Zuschauer, die Zeit ist da oben. Ich sag mal, Tschüss in den Ring, ciao, ciao. Okay. Und hören uns jetzt vielleicht zur nächsten Folge. Danke fürs Reinschauen. Danke fürs Abonnieren. Danke fürs Liken. Jo, ich sag mal, Tschüss, bis dann. Bis morgen. Oder, der Name da. Tschüss.